Sie sind ein Hobby-Autotüftler und wollen mal selber was am Wagen machen? Dazu aber fehlt Ihnen in Ihrer Heimwerkstatt die passende Ausstattung? Dann kommen Sie zur Autozentrale Bergheim in Troisdorf. Wir bieten Hebebühnen, Mietwerkzeug, einen Motor- und Getriebekran, Ölservice, Reifenservice, Schweißgeräte, Bremsentlüftung, Gebrauchtwagen und vieles mehr. Wir geben Ihnen die seltene Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, ohne Unsummen für Arbeitsmaterial ausgeben zu müssen. Selbstverständlich können Sie auch Ihr eigenes Werkzeug mitbringen. Neugierig geworden? Dann besuchen Sie unsere Mietwerkstatt. Sie finden uns in der Glockenstraße 90 in Troisdorf. www.troisdorf-mietwerkstatt.de. Der SOS Children's Village Cup. Am Donnerstag, den 5. Juni 2014, wurde erstmalig der SOS Children's Village Cup der SOS Kinderdörfer verliehen. Den Wanderpokal überreichte Professor Heiner Schumacher, Gesellschaftervertreter der SOS Kinderdörfer, an Herbert Forker, den Vorstandsvorsitzenden von Siegwerk in Siegburg. Ja, wir haben das Siegwerk hier ausgewählt, damit der Pokal zum ersten Mal vergeben wird, weil wir der Meinung sind, dass das Siegwerk eine gewisse Verantwortlichkeit gegenüber den Kinderdörfern gezeigt hat. Man hat Schirmherrschaft über ein Kinderdorf übernommen und das heißt nicht nur, dass man die Gebäude instand setzen soll oder will, sondern Verantwortung für das ganze Kinderdorf hat. Das Kinderdorf soll ein Jahr eben halt laufen und dafür engagiert sich hier Siegwerk und deshalb kriegt Siegwerk den ersten Wanderpokal, den Children's Village Cup hier von den SOS Kinderdörfern. Siegwerk engagiert sich nun schon seit mehreren Jahren für weltweite Projekte der SOS Kinderdörfer, unter anderem in Mexiko und auf den Philippinen. Mit der Schirmherrschaft des Kinderdorfes Poa in Brasilien leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag. Heute ist es notwendig, nicht nur neue Kinderdörfer zu bauen, sondern auch die Instandhaltung der vorhandenen Einrichtungen zu gewährleisten.